Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade bei Alos. Wir wollten eigentlich gerade wohin und ich dachte mir, Nelly hat schon ein paar Mal gefragt, ob sie mit dem Wagen fahren darf. Ich habe immer die ganze Zeit gesagt, nein, darfst du nicht, weil es halt mein Baby. Ich habe halt ein bisschen Angst. Ich habe jetzt auch Angst, nicht nur, weil er kaputt geht, sondern auch in meinem Leben. In diesem Video soll es einfach nur mal darum gehen, wir gucken einfach mal, was sie so zu dem Auto sagt. Was fährst du aktuell im Alltag? Golf 6. Golf 6 mit ganzen 75 PS. Ich muss mir erstmal noch ein paar Proteine gönnen, schnell. Wir haben das Licht an, weil wir fahren mit der Allegria. Wir haben es nämlich 20.17 Uhr. Ist schon ein bisschen dunkel mittlerweile um diese Jahreszeit. Du musst beim Rausfahren bitte geradeaus fahren. Also hier rum und dann drüben einmal drehen. Nochmal. Ja, Marius lacht auch schon. Nochmal. Was fahr einfach darüber bitte, wegen dem Schwert. Oh, ich würde das Ding lieber hier rüber tragen. Also ich soll gerade rüber, nicht einfach da. Achso, ja, doch, kannst du auch. Fahr, ja, auch genau, okay. Kannst du auch. Fahr einfach. So fahren wir jetzt. Nein, komm. Ist es. Die Scheibe beschlägt. Kannst du das bitte? Ist ja nicht so, als wäre ich das Auto an sich noch nie gefahren. Genau, nur mit diesem Step noch nicht. Für die Leute, die das Video zum ersten Mal sehen, das war mein GTD. Den haben wir komplett umgebaut oder ich mit dem Team, sage ich jetzt mal. Der Motor zum Beispiel wurde bei der Firma SAR gemacht. Da haben wir einfach einen R-Motor reingehangen. 2,0 Liter TFSI, 2,0, anstatt einfach 2 Liter zu sagen. Mittlerweile haben wir ja auf das Oettinger Kit umgebaut im Schrammwerk bei Hamburg. Ist ein abziehbarer Autolack drauf und eine Verbreiterung von 8 cm, allerdings nur vorne. Hinten habe ich noch, ich habe bis jetzt immer noch nicht nachgemessen, wie viel das ist. Sie fährt auf jeden Fall das allererste Mal dieses Auto mit diesem Step. Warum sage ich diesen Step? Wir haben 496 PS eingetragen. Da ist einfach mal kurz die Klappe aufgegangen. Ja, die Klappe öffnet ab 70, wenn du Druck gibst. Okay. Das ist ganz normal halt klappen. Weil der hat gerade so, das ist kaputt gegangen. Okay. 496 PS eingetragen. Es ist echt brutal dunkel. Ich könnte vielleicht die Cappy ein bisschen höher setzen. Dann könnt ihr mein Gesicht ein bisschen mehr sehen. Ist eine Nachtfahrt. Ist nämlich schon 20.22 Uhr draußen. Bist du aufgeregt? Ja. Mega, oder? Also, ich krieg gerade so ein leichtes Schwitzen wie am Bilsterberg. Wir haben mittlerweile schon die 100 Grad erreicht. Was sind so deine ersten Eindrücke vom Fahrgefühl? Weil auch mit den breiten Reifen, wir fahren jetzt eine 10er Felge, 19 Zoll. Das fährt sich definitiv besser als mein Auto, ne? Wenn frei ist, darfst du ruhig Gas geben. Du darfst, du musst nicht. Ich fühle dich nicht gezwungen. Nochmal schnell ein paar Proteine. Schalte einfach in dritten und zieh durch. Ja. Ja, der hat auch Vollgas gegeben. Guck, was er macht. Das ist so komisch, bei diesem Auto auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Wenn ich hier gleich aussteige, dann steige ich so aus. Wahrscheinlich, ja. Ganz schlimm finde ich das bei in dem Golf 3. Heute Abend geht ein Video online. Diese Ansaugung, ja. Es ist einfach so, wirklich so ein schönes Ansauggeräusch. Das Problem ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich habe halt Angst wegen den anderen Leuten. Wäre es jetzt leer, wäre ich ruhiger. Heute Abend kommt ein Video online. Da sind wir wirklich mit dem Bilsterberg, nein, mit dem Golf 3 von Philipp, also dem Oma Golf, auf dem Bilsterberg geballert, alter Schwede. Und dieser Lader kommt so spät, Schatz, kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn er dann kommt, der haut dir so direkt ins Gesicht und sagt, hallo, ich bin's. Bleib doch mal auf dem Gas stehen. Nee, kann ich nicht. Ich krieg direkt Eierflattern. Eierflattern? Ja. Keine Thailänder sind. Das sollst du. Oh. Also mir ist auch irgendwie warm, obwohl wir Klima anhaben. Ja, mir ist sehr warm, mir ist brutal warm. Siehst du das an meiner Brille? Ja, ich kenne diesen Brillengesichtsausdruck von dir. Mir ist kotzübel. Tessi, mit deinem willst du doch jetzt auch Vollgas hier fahren. Ja, meiner fährt höchstens.
10 Minuten Vollgas gegeben habe. Ja, wir sind jetzt bei 160. Wir können, lass mal rein. Nee. Komm, guck mal, jetzt ist frei. Drück drauf. Drück drauf, los. Ach, Baby, komm. Warte, dachte, guck mal, wenn es gerade wird. Täglich, wenn wir unterwegs sind, wie ich mich gerade. Du bist ganz schön entspannt dafür. Das Auto hat auch übrigens 6 Gänge. Wenn du normal chillig fahren willst. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube im vierten. Immer noch vor. Okay. Ja, das ist jetzt so ein bisschen brummiger im Innenraum, weil sich hinten auf der Rücksitzbank was getan hat. Das seht ihr in 2 Wochen. Die Kupplung, die du hier hast, ist eine Sportkupplung oder eine normale? Das ist die Sachs Performance Kupplung. Echt? Ja. Eine Sportkupplung? Das ist eine verstärkte Sportkupplung, ja. Krass. Warum? Weil als ich eingestiegen bin, war mein erster Gedanke, ob ich die Kupplung gehalten bekomme. Zum Beispiel eine Ampel oder so, aber... Ach so, nee, das lässt sich butterweich drehen. Ja, die mega gut. Ja. Das ist halt der Vorteil von Sachs. Jedes Mal, wenn ich bei einem Auto eine Kupplung tausche, ich nehme immer Sachs, weil ich ganz genau weiß, was ich da habe. Ist einfach perfekt. Nichts aus dem Keller. Was? Ich sag nicht aus dem Keller. Du bist jetzt am 5. Schalte im 4. Ja. Und Vollgas. Wenn ich das bei meinem machen würde. Da passiert gar nichts bei deinem. Wenn er schreit nur, dann habe ich Angst, dass der Motor in mir losgeht. Hier passiert mit dem Motor gar nichts. Brutal. Okay, das reicht für mich. Ich hätte Wechselklamotten mitnehmen sollen. Ja, ich bin auch wirklich, glaube ich, durchnässt. Wir haben, wie viel Grad haben wir eigentlich? 23 draußen. Ah, da. Muss erstmal bei diesen ganzen Tacho-Instrumenten hier. Muss ich erstmal so. Oh, ich muss ja 500 Meter runter. Ja. Lass das Auto heile, keine Hektik. Ja, ich probiere es. Klappt. Ich habe Katie auch mal eine Runde mitgenommen. Ich blende euch mal die erste Fahrt von Katie ein. Jetzt geht's ab, ne? Ist jetzt Party? Sein. Was sind deine, wir sind ja schon zusammen gefahren, du hast das Auto ja schon öfters gesehen, aber jetzt halt das erste Mal, selbst gefahren. Was sagst du? Würde chillig damit fahren wollen, ja, aber alles andere macht mir alle selber fahren Angst. Daneben sitzen, kein Problem, weil wenn was passiert, dann passiert ja nicht, also... Dann gehe ich ja nicht direkt davon aus, was passiert, aber wenn, dann ist es nicht meine Schuld. Ja, doch, wenn ich. Dann ist es nicht meine Schuld, das ist. Achso, du meinst, wenn ich fahre? Ja, genau. Achso, nee. Wenn du fährst, habe ich absolut keine Bedenken oder irgendwas. Das ist okay, aber selber zum Einkaufen. Das war's auch schon. Ich will euch gleich, wenn wir aussteigen, in den Waschraum. Ich fahr hier drüber, Alter. Ich hasse immer diese Leute, die denken, die hätten... Fahr mal hier bitte einmal drunter. Hier? Ja. Ich will euch noch einmal was zeigen. Dafür nehme ich euch mal mit raus, was mich wirklich, wirklich verwundert hat. Guck mal, diese Kanten, die du hier siehst, ne? Das ist bei... Das ist ein bisschen dreckig. Diese Kanten, die du hier siehst, ist bei Oettinger... Bei dem Original-Kit, sage ich jetzt mal, also das ist ja das Original-Kit, aber wenn es von Oettinger verbaut wird, dann hast du diese Kanten hier zum Beispiel sichtbar. Ne? Dann sieht das aus wie draufgepackt und hier hat Danny ja in mühevoller Handarbeit alles wirklich verschlossen und so weiter und so fort. Und Leute, es ist nur dreckig. Es ist kein Riss, kein gar nichts. Genauso auf dieser Seite. Seht ihr das? Fast umgekippt. Da ist halt wirklich, wirklich absolut
nichts. Butter. Danke fürs Zugucken. Das ist jetzt gerade mit dem Handy aufgenommen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.